So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Tiny Epic Galaxies. Ganz frisch heute angekommen. Ne? Das neueste Spiel ist der Tiny Epic Serie. Das sind ja immer Spiele, die in so einer kleinen Schachtel daherkommen, so 20 bis 30 Minuten dauern und zwar relativ kurz sind und auch übersichtlich von den Regeln und vom Spielmaterial her, aber trotzdem das Gefühl geben, ein etwas größeres Spiel gespielt zu haben und das auch ein bisschen mehr Tiefgang hat und so wirklich so die Erfahrung, die einem sonst vielleicht so ein 2-3-Stunden-Spiel bietet, so ein bisschen kompakteren Zeitrahmen zu pressen. Und hier ist es in dem Fall ein Würfeleroberungsspiel, bei dem wir mit diesen Würfeln hier Planeten kolonisieren müssen, dafür dann Siegpunkte bekommen. Und ich werde jetzt hier das Spiel einmal nur kurz erklären, so die Basics, dass ihr wisst, worum es prinzipiell geht, wie es prinzipiell geht, was so die wesentlichen Elemente dieses Spiels sind. Wenn euch dann interessiert, wie das so in der Praxis aussieht, wenn man spielt, habe ich dazu ein Let's Play Video gemacht, ein Solospiel. Es gibt eine sehr gute KI-Variante, also wo man dann gegen so eine künstliche Intelligenz spielt, wo es dann auf jeder von diesen Galaxietableaus ist auf der Rückseite halt so eine KI drauf, die es in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gibt, von super einfach bis recht hart. Und wer gerne Solospiele mag, dieses Spiel kann man extrem gut solo spielen. Das hat sehr viel vom Feeling mit mehreren Personen. Natürlich macht mit anderen richtigen Personenspielen immer mehr Spaß, aber manche Leute sind darauf angewiesen, dass es gute Solospiele gibt oder spielen einfach gerne Solospiele. Das hier gehört auf jeden Fall dazu. Also guckt euch das Let's Play an, wenn ihr wirklich einen Eindruck vom Spielgefühl, was man da so macht, bekommt. Und jetzt gucken wir uns einfach mal die einzelnen Elemente an sich an. So, jeder Spieler bekommt ein so ein Tableau zur Verfügung, was seine eigene Heimatgalaxie repräsentiert. In der haben wir am Anfang zwei Raumschiffe, mit denen wir losfliegen können und Planeten kolonisieren können. Das hier ist der Ressourcentrack. Da werden auf einer Leiste sowohl Energie als auch Kultur angezeigt. Am Anfang haben wir ein Kultur und zwei Energie. Dann ist das hier der Empire-Track. Den kann man verbessern, indem man so viele Ressourcen ausgibt, wie das nächste freie Feld anzeigt. Das heißt, wenn ich mein Empire um eins verbessern möchte, muss ich dafür zwei Ressourcen ausgeben. In dem Fall hier jetzt könnte ich, wenn ich das machen kann, zeige ich gleich, wie das geht, könnte ich zwei Energie ausgeben. Ich hatte ja am Anfang zwei und dürfte den hier einen hochschieben. Ich kann nicht sagen, ich möchte gerne ein Energie und ein Kultur ausgeben, um die zwei Ressourcen auszugeben. Die Ressourcen, die man hierfür benötigt, müssen immer aus einer Quelle kommen. Also wenn ich hier auf die letzte Stufe kommen möchte, muss ich 6 Kultur oder 6 Energie haben und das dann komplett auf 0 machen, damit ich diesen Schritt gehen kann und kann das nicht irgendwie bei 3-3 sagen, oh, ich brauche ja 6, dann mache ich mal beides auf 0 und habe es geschafft. Also immer aus einer Quelle. Was macht dieser Empire Track jetzt? Am Anfang habe ich 2 Raumschiffe und 4 Würfe zur Verfügung. Sobald ich ihn einmal verbessert habe, habe ich schon 5 Würfe zur Verfügung und meine Galaxie ist ein Siegpunkt wert. Je weiter ich dann hochgehe, hier habe ich dann noch ein drittes Raumschiff zur Verfügung. Hier bekomme ich einen 6. Würfel und es ist schon 3 Siegpunkte wert. Hier bekomme ich das letzte Raumschiff und habe 5 Punkte sicher. Und hier habe ich dann 7 Würfel, 8 Punkte und 4 Raumschiffe zur Verfügung. Das ist natürlich super gut, weil mehr Würfel heißt doch immer mehr Aktionen und Punkte möchte ich sowieso haben. Denn das Ziel des Spiels ist es, 21 Punkte zu bekommen. Dann ist das Spiel zu Ende. Dann ist jeder nochmal dran. Dann werden die Geheimmissionen aufgedeckt und wer dann die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Wichtig ist auch noch zu wissen, jede Galaxie produziert immer Energie. Das heißt, wenn ich später das Energiesymbol nutze, dann gucke ich, wie viele Raumschiffe habe ich in meiner Galaxie und bekomme dafür die Energie. Erkläre ich gleich nochmal genauer. Und es gibt so ein Utilize Your Colony Symbol, wo man dann die verschiedenen Eigenschaften der Planeten, die man so besiedelt hat, nutzen kann. Und da hat jeder immer standardmäßig dieses Upgrade Your Empire. Und das sind so die wesentlichen Elemente. Immer wenn man hier irgendwas auf 0 schiebt, soll man es ganz vom Spielertableau nehmen. Man kann es auch einfach hier unten hinlegen oder halt ganz runternehmen. Und die beiden Raumschiffe werden normalerweise auch woanders geparkt. Ich lege die einfach hier unten in die Ecke, damit die da liegen und man da nicht durcheinander kommt. So, dann gibt es ganz viele Secret Mission Karten. Zum Beispiel die beiden hier, die ich jetzt bekommen habe. Trader und Seeker. Bei Seeker bekomme ich 3 Siegpunkte, wenn ich am Spielende die meisten Kulturpunkte noch über habe. Wenn jemand genauso viel hat, bekomme ich nur 2. Und bei Trader schließlich würde ich nochmal 3 Siegpunkte bekommen, wenn ich die meisten Handelsplaneten quasi habe. Dann beim Unentschieden würde ich nur 2 Punkte bekommen. Das gucken wir uns auch gleich näher an. Aber da gibt es eben die verschiedensten geheimen Objectives, die man haben kann, für die man nochmal Sonderpunkte bekommt. Wie ihr seht, für die meisten gibt es nur 2, weil die relativ einfach zu erreichen sind. Für welche, die schwieriger zu erreichen sind, gibt es dann schon 3 Punkte. So, und dann gibt es die Planetenkarten, um die geht's, die wollen wir kolonisieren. Das hier unten sind die Siegpunkte, das heißt, der Planet wäre 7 Siegpunkte wert. Wenn ich den bekomme, kann ich immer, wenn ich das Koloniensymbol würfel, diese Eigenschaft hier benutzen. Da steht auf jeder Karte irgendwas anderes drauf.
Und schließlich, wenn ich mit Raumschiffen dahin fliege, kann ich entweder direkt auf dem Planeten landen, um die Eigenschaft sofort zu benutzen. Mehr habe ich dann davon aber nicht. Oder ich kann hier in die Umlaufbahn gehen und dann hier diese Leiste runtergehen, um den Planeten dann zu bekommen. Damit habe ich dann die Siegpunkte und kann diese Aktion immer beim Koloniensymbol nutzen. Gucken wir uns gleich nochmal näher an. Prinzipiell, wie man hier sieht, gibt es Diplomatieplaneten und Economy, also Wirtschaftsplaneten. Da brauchen wir einfach unterschiedliche Symbole für, um die besiedeln zu können. So, und dann gibt es noch die Activation Bay. Jeden Würfel, den man verwendet hat, legt man einfach hier ab, damit man da nicht durcheinander kommt. Hier wird nochmal gesagt, was die einzelnen Würfelseiten für Aktionen sind. Und hier gibt es noch den Converter. Da kann ich einfach zwei beliebige Würfel reinlegen und mache dann einen dritten zu einem Symbol meiner Wahl. Das ist vollkommen egal, was da reinkommt. Ich kriege einfach das Symbol, das ich möchte. Das kann ich aber nur einmal pro Runde machen. So, zu Spielbeginn bekommt dann jeder Spieler ein so ein Tableau. Wie gesagt, mit den zwei Raumschiffen, zwei Energie, ein Kultur und der Empire Tracker auf 0. Die anderen beiden Raumschiffe haben euch zur Verfügung. Zwei Secret Objectives oder Secret Missions bekommt jeder Spieler. Vier Planeten werden ausgelegt. Immer zwei mehr als Spieler mitspielen, außer man spielt zu fünft. Dann kommen nur sechs Planeten dahin. Die Activation Bay. Und dann geht's los. Irgendein Spieler wird Startspieler und hat am Anfang vier Würfel zur Verfügung. Diese Würfel würfelt man dann und kann dann gucken, was man mit den Aktionen machen kann. Jetzt, dieses Symbol hier zum Beispiel bedeutet, dass wir unsere Raumschiffe losschicken können, um zu versuchen, einen Planeten zu besiedeln. Das heißt, wenn Gabe jetzt anfängt, könnte er sich einen Planeten aussuchen und könnte entweder direkt darauf landen, weil er die Aktion sofort nutzen möchte, oder wenn er die Punkte möchte und die Aktion später darauf nutzen möchte, kann er auch im Orbit landen. Das heißt, ich könnte sagen, ich könnte jetzt zu diesem Planeten hier fliegen, lege das Raumschiff dann hin, um anzuzeigen, dass es hier im Orbit ist, und könnte jetzt diesen Würfel hier benutzen, der auch so ein Symbol gezeigt hat, um auch mein zweites Raumschiff gleich loszuschicken und das zum Beispiel auf den Planeten Nagato zu schicken. Oder was ich stattdessen auch machen könnte, ich könnte es auf diesen Planeten schicken und ihn hier landen lassen, um die Aktion sofort auszuführen. Das heißt, ich gebe dann eine Energie aus und bekomme zwei Kultur. Wofür ist Kultur wichtig? Manchmal gibt es hier, wie hier zum Beispiel, ne, spend one culture to move two of your ships, dafür zu nutzen. Viel wichtiger ist aber, wenn der andere Spieler dran ist, kann jeder andere Spieler, nachdem er irgendeine dieser Würfelaktionen ausgeführt hat, sagen, Moment, ich gebe ein Kultur aus und mache das auch. Und so ist man eben auch in den Zügen der anderen Spieler immer dran. So, die anderen Würfelergebnisse. Jetzt habe ich hier dieses Symbol, das Diplomatie-Symbol. Damit darf ich, wenn ich Schiffe auf Diplomatieplaneten habe, also in dem Fall nur den hier, könnte ich da das Schiff um ein Feld weiter in die Richtung bewegen, damit ich eben irgendwann diesen Planeten habe und die Punkte dafür bekomme. Jetzt könnte ich dieses Blitzsymbol hier nehmen und dann gucke ich, auf wie vielen Planeten bin ich, die ein Blitzsymbol haben. Momentan 0, deswegen macht das eigentlich wenig Sinn, das zu nehmen. Wie wir uns erinnern, meine Galaxis hat auch ein Blitzsymbol, aber da habe ich kein Schiff drin. Hätte ich beide Schiffe noch hier drin, hätte ich auch zuerst machen können. Hätte ich sagen können, ich bekomme dafür 2 Energie. Ich darf einmal pro Runde neu würfeln, also kann ich sagen, ich würfel nochmal neu, habe dieses Diplomatie-Symbol gewürfelt und gehe hier nochmal einen runter. Bam, damit ist meine Runde zu Ende. Und jetzt ist der Spieler Blau dran. Gucken wir mal, ob der andere Symbole würfelt. Ja, der hat jetzt das hier gewürfelt. Das heißt, der könnte jetzt zum Beispiel gleich als erstes sagen, er benutzt dieses Koloniesymbol, um 2 Energie auszugeben, die er hat. Damit ist er auf 0. Und dann steigt sein Empire-Level um 1 hoch. Jetzt hat er ab der nächsten Runde 5 Würfel zur Verfügung, immer noch 2 Schiffe und schon mal einen Siegpunkt sicher. So, dann will er jetzt die Würfel ja möglichst geschickt nutzen. Das heißt, er sagt erstmal, er startet mit seinem Schiff auf einen Diplomatieplaneten. Ja, versucht mal hier noch hinterherzukommen. Das heißt, er benutzt dieses Diplomatie-Symbol, um hier auch auf 1 zu gehen. Würfelt diesen Würfel gratis nochmal neu. Ja, kann jetzt nichts mehr machen, weil er kann diesen Würfel nicht mehr benutzen, weil er hat keine Ressourcen mehr, um nochmal hier hochzugehen. Und er hat auch keine Energie. Mit Energie kann ich normalerweise immer neu würfeln. Das heißt, pro Punkt Energie, den ich ausgebe, kann ich einen nicht benutzten Würfel neu würfeln. Damit ist dieser Zug für Blau schon zu Ende. Aber vorher hätte, als dieses Symbol genutzt wurde, dieser Spieler hier schon sagen können, Moment, stopp, ich gebe ein Kultur aus, um dir zu folgen, um dieses Symbol auch zu nutzen und möchte gerne mein Empire auch upgraden. Das heißt, ich gebe 1, 2 Kulturpunkte aus. Ich kann mir aussuchen, ob ich Kultur oder Energie abgebe. Und kletter auch um 1 hoch. So, und dann wäre Gelb wieder dran. Gelb hätte jetzt dann schon 5 Würfel. Das heißt, wir würden noch einen Würfel dazu nehmen. Übrigens sehen die Würfel echt gut aus. Also die haben eine super Qualität. Die fassen sich gut an. Die sind schön leicht, auch nicht so super groß, nicht so schwer. Und die sehen echt gut aus, wenn man sich die mal näher anguckt. Ich glaube, das geht jetzt hier wegen der Schärfe nicht so ganz. Aber wenn man die live sieht in der Hand hat, die sind echt schick. So, in meinem zweiten Zug würde ich jetzt auch wieder würfeln. Und würde mal gucken, was ich an so einem Boden zur Verfügung habe.
ich könnte mir überlegen, ich will Kultur, damit ich viel folgen kann. Also nehme ich hier das Kulturding und bin ja hier auf dem Kulturplaneten, hier auf dem Kulturplaneten. Das heißt, ich gehe 1, 2 hoch und benutze das auch nochmal und gehe nochmal 2 hoch. Dieses Energieding hier, also die kann ich eigentlich alle gerade nicht so wirklich benutzen. Ich könnte jetzt sagen, dass ich irgendwie einen davon nochmal neu würfel und dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, also ich kann damit eigentlich nicht so wirklich viel Sinnvolles anfangen. Darum kann ich jetzt sagen, hey, ich möchte die einfach in einen Konverter tun. Ne, da kann ich nehmen, was ich will und darf dann den anderen auf eine beliebige Würfelseite drehen. Da könnte ich jetzt überlegen, was bringt mir am meisten. Also sage ich mal, ich drehe den einfach mal auf das Diplomatie-Symbol, damit ich dann hier noch einen weiterkomme und meinem Gegner hoffentlich davonfliege. Der wäre dann wiederum dran, hätte jetzt auch 5 Würfel, die er würfeln könnte. Und ich glaube, ich habe jedes Symbol jetzt einmal erklärt. Also dieses, wenn da ein Blitz drauf ist, dann gucke ich einfach, wo sind meine Schiffe? Sind die auf Planeten mit so einem Energiesymbol oder in meiner Heimatgalaxie? Dann kriege ich pro Schiff eine Energie dazu und gehe dann hier entsprechend hoch. Das gleiche gilt für Kultur, abgesehen davon, dass das nicht in der Heimatgalaxie geht. Das heißt, da muss ich auf Kulturplaneten sein, um das Ding zu bekommen. Ich könnte auch, wenn ich jetzt dieses Symbol hier würfel, dann kann ich ja ein Schiff von meiner Heimatkolonie auf irgendeinen Planeten stellen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte gerne jetzt diese Aktion nutzen, fliege auf den Planeten. Und da habe ich dann schon 2 Schiffe, 1 in der Umlaufbahn, 1 auf dem Planeten selbst, das geht. Und wenn ich jetzt mit dem anderen Würfel dieses Kultursymbol nutze, dann würde ich gucken, ich habe hier 2 Schiffe, ein Kultursymbol, also kriege ich dafür 2 Kultur. Und bei diesem Symbol kann ich halt auch sagen, ich möchte gerne hier wieder weg und in meine Heimatgalaxis, weil ich irgendwie gerne Energie haben möchte. Das Einzige, was ich nicht machen darf, wenn ich auf einem Planeten bin, kann ich nicht sagen, ich möchte auf diesem Planeten jetzt gerne in die Umlaufbahn. Das geht nicht, aber ich könnte sagen, ich möchte von diesem Planeten hier mit dem Symbol hier in die Umlaufbahn von diesem Planeten. Das würde gehen. So, und dann gibt es das Wirtschaftssymbol und das Diplomatie-Symbol. Damit kann ich einfach auf den jeweiligen Planeten vorgehen. Das heißt, mit dem Diplomatie-Symbol auf dem Planeten und mit dem Wirtschaftssymbol auf dem Planeten. Sollte ich es irgendwann schaffen, ganz hinten zu sein, dann kommt alles, was da drauf ist, weg. Und die Karte kommt unter mein Tableau. Das heißt, die schiebe ich dann hier so drunter. Das ist auch grafisch so gemacht, dass das hier so eine Verbindung ergibt, dass ich sehe, okay, das gehört alles zu diesem Symbol. Und ab jetzt kann ich immer, wenn ich dieses Kultursymbol würfel, nicht nur mein Empire upgraden, wenn ich das kann von den Ressourcen her, sondern ich kann auch sagen, wer mir jetzt folgen möchte, der muss dafür 2 Kultur bezahlen, dass das teurer machen. Oder alle möglichen anderen Sachen. Also hier kann ich einfach eine Energie bekommen, wenn ich das möchte. Oder hier kann ich irgendwo auf dem Diplomatieplaneten um eins hochgehen. Oder hier, das Ding ist, finde ich, relativ mächtig. Ich kann sofort mein Empire upgraden und darf dafür halt beides ausgeben. Ne? Spend Energy and Culture. Normalerweise darf man das ja nicht mischen. Mit diesen 2 Planeten schon. Der macht, also das ist echt gut. Oder. Also da ist auch zum Beispiel Regress an Enemy Ship -1. Das heißt, ich könnte sagen, wenn der hier auf 3 ist und gleich irgendwie im Ziel ist, könnte ich sagen, du musst regressen, also um 1 zurückgehen. Da gibt es eben ganz viele verschiedene Karteneffekte. Ich glaube, diese Planeten konnte man teilweise auch bei Kickstarter als Stretch Goal sich einen Namen dafür aussuchen. Darum einer Linie folgen, sondern klingen alle irgendwie ganz unterschiedlich. Aber das ist ja nicht so schlimm. Und dann, sobald der Planet kolonisiert wurde, kommt hier ein neuer vom Stapel verdeckt hin. Die Raumschiffe, die da drauf waren, kommen zurück in die Heimatgalaxie. Also auch wenn jetzt irgendwie Blau da einen Planeten drauf hätte, gehabt hätte, würde er auch in die Heimatgalaxie kommen. Und das wär's. So, und so läuft das Spiel jetzt über mehrere Runden. Und zwar genau so lange, bis irgendein Spieler 21 Punkte erreicht hat. Das heißt, der Spieler hier hätte jetzt ja schon 1 Punkt. 8 Punkte, hätte er den Planeten noch kolonisiert, wäre er schon bei 13 Punkten. Wenn er sein Empire irgendwie hier hochschiebt, dann hätte er da schon 10, 17 Punkte. Also je nachdem, was hier so für Planeten kommen, die haben, wenn ihr gerade auf die Werte unten geachtet habt, so Werte, also 4er und 6er gibt es glaube ich nie, aber ansonsten gibt es halt viele 1er, viele 2er, ein paar 7er, 5er, 3er. Das kann nach 3 Planeten schon vorbei sein. Manchmal kann das aber auch so 5 Planeten lang dauern, aber das schafft man schon irgendwann relativ schnell. Und sobald da eben 21 Punkte erreicht sind, ein Spiel das mindestens hat, ist ja andere noch einmal dran, dann werden die Secret Missions ausgewertet und wer dann die meisten Punkte hat, der hat das Spiel gewonnen. Und das Ganze soll so eine halbe Stunde dauern. Also ich habe es zu 5 noch nicht ausprobiert, ich könnte mir vorstellen, dass es da ein bisschen länger dauert. Wobei natürlich der Vorteil ist, man ist auch immer in den Zügen der anderen irgendwie dran. Zumindest wenn man irgendwie darauf achtet, dass man ein bisschen Kultur zusammenbekommt, dann kann man immer schnell
Sachen machen und wenn ich dann irgendwie auf diesen Planeten hier fliege und möchte den schnell kolonisieren, dann kann ich eben, wenn ich da bin, habe viel Kultur, immer, wenn jemand dieses Symbol hier nutzt, um hier oder auf irgendeinem anderen Planeten voranzugehen, kann ich sagen, stopp, ich möchte eine Kultur ausgeben, um das auch zu machen. Und das ist eben, finde ich, auf jeden Fall eine Stärke dieses Spiels, dass man immer dabei ist. Es ist super schnell erklärt und sehr leicht verstanden. Es hat zwar Würfel, aber man muss eben immer mit diesen Würfeln irgendwie taktisch etwas Sinnvolles machen, sich überlegen, fliege ich jetzt zum Planeten, um die Aktion zu benutzen? Möchte ich irgendwie in die Umlaufbahn, um hier die Punkte zu bekommen? Möchte ich vielleicht doch lieber, bei den Planeten achte ich eher doch darauf, ob die irgendwie Energie oder Kultur haben, weil ich davon mehr haben möchte, auch wenn mir der Planet selbst jetzt nicht so wirklich wichtig ist. Man muss immer zusehen, dass man schnell so ein Empire upgradet, damit man mehr Aktionen hat und auch mehr Raumschiffe. Damit kann man einfach viel mehr machen. Und ich mag Würfelspiele, ich mag so taktische Spiele, ich mag Weltraumspiele eh. Hier, wie gesagt, das dauert nur so eine halbe Stunde, wenn man es kann und zu zweit spielt, ist es auch in 20 Minuten spielbar. Aber es liefert da eben echt viel für. Also ich habe auch Pocket Imperium vor ein paar Monaten gespielt. Das fand ich so unfassbar schrecklich und langweilig und abstrakt und also es war überhaupt nicht meins. Und das Spiel hier hingegen finde ich echt gut, unterhaltsam, macht Spaß. Gefällt mir auch besser als Tiny Epic Kingdoms, was ja auch von den gleichen Machern ist. Das war auch gut, das hat auch Spaß gemacht, das hat auch seine Daseinsberechtigung. Das ist halt so ein 4X-Spiel, das auch eben in 20 Minuten spielbar ist. Aber das, ich kann es nicht mal so hundertprozentig festmachen, woran es gelegen hat. Aber dieses Spiel hier ist für mich einfach netter, schöner, schneller runtergespielt. Man darf da jetzt natürlich nicht super tiefgehendes erwarten, aber wer eben so als Absacker oder wer man auf irgendwen wartet, mit so 2, 3, 4 Leuten noch schnell was spielen will, was vielleicht auch ein bisschen strategisch sein darf, oder eben nach so einem längeren Spieler nochmal schnell eine Runde teilen, Epic Galaxies, oder irgendwie so Sonntagnachmittags, wenn man halt so ein paar kürzere, nettere Spiele spielt, dann ist das auf jeden Fall eine runde Sache. Ich hoffe, dass Schwerkraft das auch wieder auf Deutsch rausbringen wird, weil es echt ein tolles Spiel ist. Bei Kickstarter gab es noch 2 Erweiterungen dazu. Zum einen die Satellitenerweiterung und die Superwaffenerweiterung, wo nochmal so extra Karten kommen, die dann irgendwelche Superwaffen darstellen, mit denen man komische Sachen machen kann. Da ist auch eine Leonard Nimoy Gedächtniskarte bei. Ich habe mit der Erweiterung noch nicht gespielt. Werde ich vielleicht auch nochmal ein kurzes Video zu machen. Wahrscheinlich werde ich in einem Gezockt-Video was dazu erzählen. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so unfassbar viele Partien damit gespielt, dass ich abschließend sagen könnte, ob das jetzt wirklich auch nach vielen Partien noch gut ist. Weil von Tiny Epic Kingdoms war ich auch am Anfang sehr geflasht. Das hat aber nach 3, 4, 5 Partien schon abgelassen, dass ich nicht mehr so viel Lust drauf hatte, obwohl es an sich, wie gesagt, ein nettes Spiel ist. Hier habe ich jetzt schon mindestens genauso viele Partien von gespielt und habe immer noch Lust drauf. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich dieses Spiel langfristig finde, ich werde nicht einfach nochmal eine Rezension dazu machen, aber ich habe ja momentan dieses neue Gezockt-Format ins Leben gerufen, wo ich immer sowas zu den 5 letzten Spielen, die ich gespielt habe, sage. Und da werde ich sicher auch nochmal was zu Tiny Epic Galaxies sehen. Also gerade wenn ihr es vielleicht in nächster Zeit ein bisschen häufiger seht, dann könnt ihr da auch mal reingucken und dann gebe ich vielleicht auch schon so ein kürzeres langfristiges Fazit. Langfristig heißt für mich nicht immer nach vielen Wochen und Monaten, sondern eher nach vielen Partien. Und aber wie gesagt, wenn ihr halt im Jahr immer noch seht, oh, das hat er gezockt, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und übersichtlich. Ihr wisst jetzt, wie dieses Spiel funktioniert. Es ist nett, es funktioniert, es macht Spaß, es hat Würfel, es hat Weltraum, es hat auch so schöne Holzkomponenten, es hat ein hübsches Artwork, also alles, was ein Spiel für mich haben muss, ist nicht teuer, ist klein, schnell erklärt, also absolut gut. Wenn ihr halt einen Eindruck vom Spielgefühl bekommen wollt, dann guckt euch mein Let's Play dazu an. Da habe ich gegen eine KI gespielt, wenn man gegen eine KI spielt, dann hat der hier sofort alle 4 Schiffe, der hat dann 5 Würfel gleich von Anfang an und würfelt jeden Würfel einzeln, kann den dann der Reihe nach abhandeln. Wenn er irgendwas nicht erfüllen kann, weil er das hier würfelt und hat noch gar keine Schiffe draußen, passiert nichts, würfelt er aber dieses Symbol und hat irgendwie auf diesen 3 Planeten hier jeweils ein Schiff, dann macht er mit einem Symbol, geht er bei allen 1 vor. Das heißt, bei ihm kann es halt häufiger vorkommen bei der KI, dass Aktionen verschwendet werden, aber wenn er Aktionen macht, dann sind die meistens mächtiger als man selbst. Er kann auch hochleveln, der kann Planeten kolonisieren, der kann Punkte bekommen, da kann man dann zwar nicht folgen, aber man kann für eine Energie und eine Kultur sagen, würfel diesen Würfel nochmal neu. Und also es ist echt gut gemacht. Wenn ihr gerne Solo-Spiele spielt, dann guckt euch das auch mal in der Solo-Variante an. Wie gesagt, alles in allem eine absolut runde Sache. Mein persönlicher Favorite von den Tiny Epic-Spielen. Wenn ihr nur halbwegs irgendwie daran interessiert seid, guckt es euch an. Es macht absolut Spaß. Ich sage bis bald und tschüss.